Hallo Freunde! Warum steht die Tür hier offen? Aha! Erwischt! Die Stella! Ich habe jetzt schon zum 5. oder 6. Mal hier in diesem Fahrradwohnwagen, wo die Anhänger übernachtet. Meine Katze auch. Die kriege ich da immer mit rein und liegt dann immer am Fußende, so wie jetzt. Und da gefällt es so gut da drin, die kriege ich selbst tagsüber da nicht raus. Ja, ich weiß, es hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema laut Titel Schiffertrüh zu tun. Aber falls euch das Thema interessiert, Modi Fahrradwohnwagen, das findet ihr alles auf meinem Zweitkanal. Wollte ich hier mal eine kleine Schleichwerbung machen. E-Bike, Camping und Kajaktouren heißt der Kanal. Ich verlinke ihn unten in der Videobeschreibung. Wir gehen noch mal kurz in die Kaninchenzone, die ich heute noch nicht ausgekehrt habe, weil ich nämlich nachher hier Grund reinigen möchte. Gisela! Gisela! Na, wen haben wir hier drüben noch? Eva Mampft, den Löwenzahn und Nanni. Ja, und die anderen, warum auch immer, schönstes Wetter draußen, verkriechen sich hier drin und chillen. Ja, die muss ich unbedingt sauber machen, aber das ist heute Nachmittag mein Plan. Stimmt's, Fienchen? Zum Thema Kaninchen gibt es bald ein schönes Update-Video. Ich habe da ja total die geniale Idee. Ich hatte es bei Instagram immer schon mal angedeutet, allerdings noch nicht konkret verraten, was es ist. Da müsst ihr auch euch noch ein bisschen gedulden. Aber ich dachte, heute mache ich mal ein Video zum Thema Schiffertrüh. Das seht ihr ja am Titel. Und da gehen wir jetzt mal hin, vorbei an meinen Nistkästen da hinten. Alles voll bewohnt mit Spatzen, Meisen an meinem Teich vorbei. Hier gibt es leider eine schlechte Nachricht. Ihr seht es vielleicht an den Schnüren und an den Segel. Ich habe hier Probleme mit einem Fischreiher. Der hat mir nahezu den gesamten Fischbestand geraubt. Trotz dieser Schnüre, da kriegt er durch. Und wenn ich ihn erwische, da verheddert er sich jedes Mal beim Losfliegen. Und trotzdem kommt er einen Tag später wieder. Und jetzt habe ich bloß noch eine Handvoll Fische drin. Und noch die großen sind auch noch zum Glück drin. Die großen Kois. So, jetzt sind wir angekommen. Da ist er, mein Schiffertrüh. Wer nicht weiß, was ein Schiffertrüh ist, so sieht das Ganze aus. Da steht es auch dran, Schiffertrüh. Einfach ausgedrückt, das ist ein Brutkasten für Bienen. Eine sogenannte Baumhöhlensimulation. Denn Bienen wohnen ja in der Natur in Baumhöhlen, die es allerdings so gut wie gar nicht mehr gibt, weil der Mensch die Wälder abholzt und das Totholz entsorgt und ja, die Baumhöhlen sind halt echt rar. Anders als bei einer Bienenbeute geht es hier nicht um den Honigertrag, sondern einfach nur darum, dass die Biene ein Habitat findet, wo sie überleben kann. Dazu gibt es schon eine Menge Videos. Wer sich das Wissen aneignen möchte, der schaut einfach am Ende des Videos hier im Abspann. Da habe ich die Videos verlinkt vom Torben Schiffer. Den habe ich besucht. Er hat das Ganze erklärt, wirklich ausführlich erklärt. Da unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu einem Buch von Torben Schiffer. Könnt ihr euch belesen. Wirklich sehr interessant, dieses Thema. Jetzt zu meinen Bienen. Die letztes Jahr, wann sind sie eingezogen? Irgendwann im Sommer sind sie eingezogen. Ja, und dann im Herbst irgendwann sind sie wieder ausgezogen. Das habe ich, glaube ich, in keinem Video bis jetzt gesagt. Habe ich total versäumt, beziehungsweise, keine Ahnung, kam immer irgendwas dazwischen. Ich wollte schon längst mal ein Update machen. Warum sind meine Bienen ausgezogen? Und zwar der Grund ist die Königin, die wahrscheinlich nicht mehr da war oder zumindest nicht mehr eierlegefähig war. Das Ganze kam mir schon verdächtig vor, als ich mit der Endoskopkamera da mal reingefilmt hatte und festgestellt habe, die Waben sind nicht so ausgebaut, wie sie eigentlich ausgebaut sein sollten. Denn normalerweise fängt das Volk oben am Stirnholz da an und baut dann nach unten die Waben aus und füllt diesen Raum komplett aus. Und bei mir war das so, dass sie an der Seite angefangen haben und dann auch bloß 3-4 Waben, nicht sehr groß und das nach einem ziemlich langen Zeitraum. Ich habe den Torben gefragt und er sagte, nee, das sieht nicht gut aus. Also das Volk, was da jetzt drin ist, habe ich ja einziehen lassen, ja. Das ist nicht von alleine eingezogen. Das ist wahrscheinlich nicht überlebensfähig und er hatte natürlich wieder mal recht. Ja, dann war es irgendwann drohnenbrütig, was eindeutig der Beweis ist, die Königin existiert nicht mehr. Und irgendwann im Herbst war ja davor ein Schwarm. Ich dachte, neue Bienen ziehen ein, aber nein, meine Bienen sind ausgezogen. Und seitdem war das Ganze leer. Bevor jetzt wieder die Hater kommen und sagen, habe ich doch gewusst, das Bienenvolk wird niemals da drinnen alleine ohne Medikamente überleben können, muss ich euch leider enttäuschen. Also die Hater muss ich enttäuschen, denn ich bin mit Torben in Kontakt. Er hat ja seit mehreren Jahren diese Schiffertrüs in Benutzung. Jedes Jahr kommen neue dazu, also richtig viele dazu. Und er sagt selber, so zwischen 70% und 80% der Völker, die in den Schiffertrü von alleine einziehen, haben auch den Winter ohne Medikamente überlebt. Und das sind die starken Völker. Das ist eine natürliche Auslese. Ein paar überleben es natürlich auch nicht. Das ist ganz klar. Das sind die schwachen Völker. Aber es geht ja bei diesen Schiffertrü darum, das Gen-Erbgut von den starken Völkern
weiter zu verbreiten. Ja, und ich hatte ein schwaches Volk. Genau, so, das erstmal dazu. Dann stand das jetzt im Winter leer. Und als meine Mutter, meine Gutste, ne, die hat ja nämlich am Beeten rumgeackert, so ein bisschen Unkraut entfernt, das vorbereitet, weil ich noch keine Zeit dazu hatte, sie hilft mir immer mal, sagte zu mir, weißt du eigentlich, dass hier jemand eingezogen ist? Und ich, nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, und es sind Stare eingezogen. Leider sind sie auch schon wieder ausgezogen. Bei mir ziehen sie immer ein und aus. Also die Stare sind jetzt leider schon so groß, dass sie raus sind. Ich bin vorhin mit der Endoskopkamera rein und wollte eigentlich die Jungtiere filmen. Auf die Idee kam ich, als ich heute hier meine Ponys runtergebracht habe und an der Seite flatterte da so ein kleiner Vogel, sah aus wie ein kleiner Star und der ist dann auch weggeflogen. Und da habe ich gedacht, das werden da jetzt nicht meine Stare sein, die jetzt hier die ersten Flugversuche machen. Und deswegen bin ich vorhin mit der Endoskopkamera rein und siehe da, kein Star mehr drin. Nur noch das Nest ist zu finden. Ja, ich habe das auch versucht, vor ein paar Tagen mit der Videokamera von der Ferne zu filmen, wie die Stare da mal reinfliegen. Ein paar Aufnahmen habe ich hingekriegt, aber sobald die Stare mich entdeckt hatten, sind sie hier nicht mehr rangeflogen. Die waren extrem vorsichtig. Ja, dann habe ich schon überlegt, gehe ich noch weiter weg mit dem Tarnnetz oder sonst was. Habe es aber nicht gemacht. Spielt ja auch keine Rolle. Ihr habt jetzt hier ein paar Aufnahmen gesehen zu den Staren als Beweis, dass hier tatsächlich Stare drin waren. Und das Nest sieht man ja auch noch. Ja, und jetzt ist das leer. Also nicht leer, sondern das Nest ist ja noch drin. Aber sonst ist da kein Bewohner drin, meine ich. Bis auf wahrscheinlich so kleine Krabbeltierchen, die da unten jetzt in diesem neuen, entstandenen Habitat wohnen. Ich habe nämlich den Torben gefragt, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwie das Nest versuchen, da rauszufriemeln mit irgendwie, was weiß ich, einem Stock da drin rumwürschen? Und er sagte, nein, auf keinen Fall. Das ist sogar sehr gut, wenn da ein Vogelnest drin ist. Das ist ja in der natürlichen Baumhöhle ebenso. Es ist ja nicht so, dass die Baumhöhle grundsätzlich nur für Bienen reserviert ist, sondern hier können ja unzählige Höhlenbewohner einziehen. Und das Ganze dient jetzt einfach so Krabbeltierchen wie zum Beispiel auch dem Bücherskorpion als Habitat. Dadurch, dass hier noch die Originalwachswaben von dem Bienenvolk, was ich einziehen lassen hatte, drinnen sind, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass hier auch wieder ein Bienenvolk einziehen wird. Nun gilt es wieder abzuwarten, ob tatsächlich in diesem Jahr ein Schwarm eines Bienenvolkes, was hier irgendwo in der Nähe bei irgendeinem Imker abhaut, ob das vielleicht zufällig dann meine Baumhöhlensimulation findet und dort einzieht. Kann man jetzt nicht vorhersagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, weil da schon mal Wachswaben drin sind. Und die sehen auch gut aus. Ich habe die mir vorhin nochmal angeschaut. Und theoretisch kann da jetzt ein Bienenvolk einziehen. Soweit ich weiß, würde dann das Bienenvolk diese Waben zerstören. Also die würden das Wachs irgendwie abbauen oder so. Und dann bauen die das neu auf. Keine Ahnung wie. Wir werden das Ganze sicher beobachten können, weil ich ja diese Endoskopkamera habe. Und sobald hier ein Volk einziehen sollte, dann werde ich natürlich die Kamera wieder anmachen. So, meine Vögelchen da oben. Ja, ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch schon ausgezogen sind. Da waren ja auch einige Meisen und Spatzen drin. Also ich finde es auf jeden Fall klasse, dass der Schiffertrieb jetzt schon mal für neues Leben gesorgt hat. Und wenn es auch nur in Anführungsstrichen Stare waren und nicht wie ursprünglich geplant Bienen. Ja, so tut man der Natur was Gutes. Ist natürlich ein relativ teurer Starkasten. Dafür ist es ja nicht gedacht. Stella, bist du immer noch hier drin? Ja, die Gutste schläft immer noch da hinten. Ja, diesmal ein ziemlich kurzes, knackiges Video. Wenn ihr Fragen habt, fragt nicht mich, fragt Torben Schiffer. Nee, ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, was euch so interessiert. Und schaut ruhig mal bei den Videos vorbei, die ich beim Torben gedreht habe. Findet ihr jetzt hier im Abspann. Und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Jörg.